Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Fantech26 YouTube-Video. Heute zeigen wir euch mal, wie ihr herausfindet, was der ideale Lenker für euch ist, welches Metall und vor allen Dingen welche Höhe ihr braucht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und zwar mit den Stahllenkern. So, als erstes habe ich mir hier die Tilt Stage One Bar geholt, ein wunderschöner Chromoly Stahllenker in dieser T-Form. Wie üblich bei Stahllenkern eigentlich, dass da mehr Leute Street fahren wollen. Deswegen halt immer so eine T-Form meistens. Was machen Stahllenker so besonders? Stahllenker sind einfach die stabilsten Lenker auf dem Markt. Stahl bricht am wenigsten, beziehungsweise biegt auch am wenigsten, sind dafür aber ordentlich schwerer. Kommt immer darauf an, welche man natürlich nimmt. Zum Beispiel die von Ethic, die neuen Tenacity Bars. Die sind sehr, sehr leicht. Die wiegen auch unter 1 Kilo, ähnlich wie Titan- und Alu-Lenker. Aber die meisten Stahllenker sind halt nun mal über 1 Kilo. Wie eben schon gesagt, Streetfahrer fahren die Dinger oft, einfach weil es wirklich stabil ist, man den ganzen vertrauen kann. Gerade bei Gaps, wenn man Treppen runterspringt zum Beispiel, kann das Ganze einfach noch mal ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit geben. Ebenfalls kommen bei Stahllenkern Tailwhips ordentlich schnell rum, dadurch, dass man mehr Gewicht vorne hat. Auch Barspins kommen ein bisschen kontrollierter rum, das heißt, die drehen sich nicht so schnell und man hat wirklich das Gefühl, man hat was in der Hand, wenn man es dreht. Deswegen mögen viele Leute einfach Stahl mehr als Titan oder Alu, aber das ist immer Geschmackssache. Ich erkläre euch jetzt nochmal, wie ihr am besten herausfindet, was die beste Höhe für euch ist. Und zwar müsst ihr einfach gucken, dass der Lenker so zwischen dem Bauchnabel und der Gürtellinie ist. Dabei ist Gürtellinie das niedrigste und Bauchnabel das höchste, was ihr gehen solltet. Wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber ein bisschen niedriger fahren oder ein bisschen höher, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Das ist einfach Geschmackssache. Aber gerade wenn man anfängt und das erstmal auch herausfinden will, was einem gefällt, ist diese Bauchnabel-Gürtellinie-Regel eigentlich immer ganz gut. Was gibt es noch für Unterschiede zwischen den Bars? Ja, es gibt immer noch Standardlenker und Oversize-Lenker. Das ist einfach der Innen- bzw. Außendurchmesser des Lenkers. Ein Oversize-Lenker hat einen Innendurchmesser von 34,9 mm. Wobei ein Standardlenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat. Das ist wichtig für die Unterscheidung zwischen IAC und HEC. HEC sind nämlich die Oversize-Lenker für und IAC die Standardlenker. Oversize und Standard unterscheiden sich auch noch natürlich im Gewicht. Je mehr Material natürlich da ist, desto mehr auch das Gewicht, das ist natürlich ganz klar. Deswegen sind Oversize-Lenker in der Regel auch immer ein bisschen schwerer. Das muss man aber auch einfach für sich selber wissen, ob man beim Oversize-Lenker wieder ein bisschen mehr Stabilität haben will oder beim Standardlenker ein bisschen weniger Gewicht. Als nächstes kommen wir zu den Alu-Lenkern und da habe ich mir jetzt die sehr, sehr beliebte Blunt Reaper Bar geholt, hier in diesem Smoked Blue. Sehr, sehr schöne Farbe, sehr, sehr gute Bar. Aluminium ist natürlich im Gegensatz zu Stahl auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Deswegen, wenn man ein bisschen leichter gehen will, aber auch noch nicht das Geld hat, um sich einen Titanlenker zu holen, dann ist Alu eigentlich immer die beste Option. Alu-Lenker sind in der Regel meistens für IHC gedacht, denn die sind so ein Zwitter zwischen beiden Größen. Sie sind außen genauso dick wie Oversized-Lenker, innen haben sie aber einen Durchmesser für IHC, das heißt Standard. Deswegen muss man immer darauf achten, bei Alu-Lenkern immer IHC nehmen und darauf achten, dass man einen Schlitz hat. Natürlich kann man auch SES fahren. Wenn man einen Schlitz hat, kann man einfach dann etwas reintun. Das nennt sich ein Baradapter. Das heißt, man steckt das Ganze hier rein, der Schlitz wird geschlossen und man kann SES fahren. SES eignet sich für alle Größen vom Außendurchmesser. Da könnt ihr wirklich wählen zwischen Standard und Oversize. Einfach gucken, dass ihr eine SES-Klemme habt, die eine Shim dabei hat. Denn für Standardlenker braucht ihr diese Shim, die tut ihr dann einfach außen hin. Und ihr könnt dann entspannt auch Standardlenker in einer SES fahren. Ja, Alu-Lenker sind wie gesagt einfach besser für Park, sie sind ein bisschen leichter. Dafür brechen sie aber auch schneller. Sie haben durch das Aluminium einfach ein bisschen poröseres Metall. Das heißt, die ganze Sache kann euch leichter brechen bzw. anreißen. Ist aber nicht so oft der Fall, wenn man wirklich aufpasst. Und gerade wenn man ein bisschen leichter ist, passiert das nicht so häufig. Trotzdem ist die Möglichkeit natürlich mehr gegeben als bei Stahllenkern. Zuletzt kommen wir jetzt noch zu den Titanlenkern. Das ist wirklich das Nonplusultra. Die Dinger sind viel, viel teurer als zum Beispiel Stahl- und Alu-Lenker. Da geht es so ab 180 Euro los. Ich habe mir jetzt hier die Core Apollo Bar geholt, auch eine sehr, sehr beliebte Bar bei euch. Titanbars sind einfach so ein Zwischending zwischen Stahl- und Alu-Lenkern. Sie sind mega leicht wie Alu-Lenker, aber trotzdem sehr, sehr stabil, so wie Stahllenker. Wir haben bei den meisten auch wieder einen Stütz verbaut, einfach weil mehr Parkfahrer und Leute, die halt HIC fahren, das Ganze kaufen. Die meisten Titanlenker sind einfach Oversized. Das heißt, für Titanlenker immer ein HIC-System nehmen oder halt eben SES. Ja, die Titanlenker wiegen auch immer unter 1 Kilo. Das heißt, für Park sehr, sehr geeignet. Sie sind trotzdem sehr, sehr stabil. Sie brechen nicht schnell, sie biegen nicht schnell. Das Einzige, was bei dem Titanlenker noch ein größerer Unterschied ist, ist der Flex. Wenn eine Bar flex, dann bedeutet das einfach, dass sie ein bisschen hin und her wackelt, ohne dass sie jetzt unbedingt locker ist. Das ist einfach das Metall, was sich ein bisschen vor und zurück biegt. Dann müsst ihr euch aber keine Sorgen machen, dass das irgendwann ganz, ganz abbricht. Das ist einfach ganz normal, gerade bei Titanlenkern.
Ja, jetzt haben wir alle Lenker abgearbeitet. Jetzt müsst ihr einfach nur noch entscheiden, wollt ihr eher etwas Stabileres oder etwas Leichtes. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie ihr fahrt. Wollt ihr mehr Park fahren für etwas Leichtes? Wollt ihr ein bisschen mehr Street fahren? Dann nehmt ihr lieber etwas Stabileres und damit Schwereres. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung helfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr verpassen wollt. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß beim Scooten.